Monika, die Tierheimleiterin des spanischen Tierheimes von Castel Bisbal, möchte Ihnen heute etwas über Ihre Sorgen und Nöte finanzieller Art und natürlich auch ideeller Art aus dem Tierheim berichten. Eigentlich, wir haben viel Arbeit und viele Kosten, die wir decken müssen. Zum Beispiel, die kleine süße Anita hat uns viel Geld gekostet. Nur an OPs, der zwei Armen und Röntgenbilder ungefähr 1200 Euro. Aber es hat sich gelohnt. Sie ist jetzt bei mir in Pflege. Sie ist ein Schatz. Und dann zum gespendeten Geld, wir haben sie gerettet. Aber es gibt andere Tiere auch im Tierheim, die uns viele Energien und Kosten verursachen oder bereiten. Zum Beispiel die Neula. Die Neula ist eine sehr aktive Hündin, sehr lieb und fröhlich. Leider, wir mussten ihre zwei Säugekette entfernen lassen. Zwei Mastektomien mit Biopsien. Jede Mastektomie hat uns ungefähr 500 oder ein bisschen mehr Euros gekostet. Dazu, wir haben ein Röntgenbild gemacht des Lungenbereichs. Das hat fast 30 Euro gekostet, sowie die Biopsie auch 30 Euro ungefähr. Das ist jetzt, wir sind mit über 1000 Euro. Aber sie hatte auch Leishmaniose. Wir haben sie erfolgreich behandelt. Die Analyse haben uns auch Geld gekostet. Und jetzt, sie ist frei im Moment und lebt mit den Tabletten von Allopurinol, die auch etwas kosten. Dazu bei den Mastektomien, man muss, also die Nachsorgen sind nicht wenig. Man muss die Wunde kontrollieren, dass sie sich nicht entzünden. Und ja, wir kaufen auch Salben und Produkte dafür. Eine andere Hündin, die wurde in den letzten Tagen operiert, heißt Nube. Sie ist eine sehr liebe und süße Hündin. Die hat ein Mamatumorchen, der wurde entfernt und das hat natürlich Geld gekostet. Die Biopsie auch, Gott sei Dank, das war gutartig und man hat am Tag der OP profitiert für die Mundreinigung. Sowas kostet uns nie weniger als 250 Euro ungefähr. Es lohnt sich, aber klar, ohne Geld, das wäre unmöglich. Ich muss für sie noch bezahlen übrigens. Ja, und die Beispiele sind sehr viele. Es gibt eine Hündin, wir sind sehr, sehr glücklich von ihrer Entwicklung, physisch und auch seelisch. Ich rede über die Nicolina. Nicolina ist eine hübsche Podenka, die ist mit Leishmaniose angekommen. Wir haben sie zweimal behandelt mit den Glucagon-Spritzen. Die Behandlung für so eine Hündin kostet ungefähr 130 Euro. Dazu andere Medikamente und die Analyse. Wir lassen vor und nach den Behandlungen, Analyse, wir lassen die Knochenmark analysieren und das Blut und mit zwei PCRs nach dem dritten, Nicolina ist immer noch negativ gewesen und jetzt sie kann ohne Medikamente leben. Sie ist auch sehr nett zu allen Menschen.
sie ist sehr verträglich geworden. Und mit den anderen Hunden, sie ist toll. Und auch sie hat eine sehr gute Einstellung vor den Katzen. Wir sind sehr glücklich. Aber sie hat uns auch etwas Geld gekostet. Ja, wir könnten viele andere Beispiele nennen, aber wir denken, für heute, da sind einige schon. Und wir wollen Dankeschön sagen für eure Unterstützung, ja, besonders die kleine Anita, die perfekt geblieben ist, nachdem den beiden Fixatoren entfernt wurden. Anita, ja, du wirst jetzt gehen. Sagt tschüss und danke! Damit Monika ihre Arbeit weiterhin so gut machen kann, ist sie natürlich auf ihre Unterstützung angewiesen. Bitte helfen Sie dem Tierheim in Castelbisbal. Vielen lieben Dank im Voraus.